Ich glaube, wir haben keinen Herold, soweit ich das sehe. Das heißt, Temo wird uns einfach mal vorstellen, kurz einen wunderschönen guten Morgen erstmal. Morgen. Ja, schön, dass ihr da seid. Übrigens, Ilja ist im Saal 1, da geht es um die richtigen Sachen. Ja, egal. Also ja, das ist Jule, ich bin Temo und danke, dass ihr da seid. Ist eigentlich mehr, als wir gedacht haben, jetzt sind wir nervös. Ja, ich weiß nicht, mach du das mit der Vorstellung. Ja, also wir fragen uns mal, wer ist Temo? Ja? Und wir dachten uns einfach, wir fragen einfach mal Google, wer Temo ist, weil ich weiß natürlich nicht, wer Temo ist. Dass wir fragen Google. Google sagt uns, dass er auf dem 23C3 einen Vortrag hält, bei der Easter Hack einen Vortrag gehalten hat, bei dem komischen linkslinken Wiener freien Radio Orange 94.0 irgendwie mitmischt und dass er auf diversen Mailinglisten subscribed ist, unter anderem bei einer, die uns dann netterweise sagt, seine E-Mail-Adresse ist temo@lynx.net. Ja. Dass wir fragen, wer ist lynx.net und finden raus, Temo Schabel wohnt in der Gassergasse 18 in Wien im 5. Bezirk und hat auch eine Telefonnummer, die da auch freundlicherweise aufgelistet ist. Temo wohnt in Wien. Die stimmt nicht. Ja, meine stimmt auch nicht mehr, aber so ist das mit Nix, ja, die wollen immer haben. Also Temo wohnt in Wien und wir wissen auch schon sonst einiges über Temo jetzt. Ja. Google sagt uns auch, dass Temo ein, das Mikro ist voll scheiße. Ich bin zu klein für diese Welt, ja. Also Google sagt uns auch, dass Temo ein Wiki betreibt und das ist Temo. Ja. Temo steht auf Gitarre spielen, auf 16er Blech auf Wienerisch, also Bier. Und dass er, wenn es spät wird, schon auch mal am Mikro steht. Das heißt, Temo trinkt wirklich gern Alkohol, das ist schon mal schlecht. Außerdem bezeichnet sich Temo als Zombie-Experten. Temo ist auch auf Flickr vertreten mit diesen Tags MetaLab und die 10GW. Das heißt, er ist ein Chaot, das können wir jetzt sagen. Also chaosnahe Gruppe Wien, das klingt irgendwie subversiv, also das kann nichts Gutes sein. Bookmarks hat Temo auch ganz viele. Er steht auf OpenBSD, er mag Kung Fu, er liest das Necronomicon oder hat sich zumindest mal für interessiert. Er wollte sich einen iPod Nano kaufen. Hast du den gekauft mittlerweile? Nein, ich mag iTunes nicht. Er mag iTunes nicht, na gut. Also er hat keinen iPod Nano gekauft, aber er hat sich dafür interessiert und ich glaube, er wollte einen kaufen. Unter dem Tag Recreational, unter seinem Delicious Account, finden wir irgendwie Alcohol, Drinking, Booze und Cthulhu. Das heißt, Temo ist Alkoholiker, eindeutig. Ja. So, das geht gar nicht anders. In den Unbundle-Tags finden wir irgendwie Antisocial. Naja, das klingt auch nicht so wirklich gut. Wenn ich jetzt ein Headhunter wäre und da mal rausfinden wollen würde, wer Temo ist, dann ja. Also der Eindruck ist mal nicht der beste. Was man Schönes findet unter Politics ist irgendwie 14 Defining Characteristics of Fascism, das heißt, ist ein Faschist auch noch. Temo hat auf YouTube auch irgendwie Favoriten, er steht auf Kung Fu, das wissen wir schon, er steht auf Musik, das wissen wir auch schon und das hat ihn auch interessiert. Temo hat auch einen Xing-Account, bei dem wir dann rausfinden werden, wo Temo arbeitet. Das habe ich ausgegraut, weil ich mir denke, das muss nicht unbedingt jetzt da über den Beamer laufen. Das könnt ihr auch selber machen, ja genau. Google und Amazon sind auch schöne Sachen, die man verbinden kann. Das heißt, man könnte auch versuchen herauszufinden, was Temo für Bücher liest. Temo hat seine Wishlist nicht öffentlich gemacht. Das heißt, ich kann nicht herausfinden, was Temo für Bücher liest, aber ich weiß, dass Temo eine Kamera besitzt, die genau diese hier ist und damit auch gerne Fotos macht. Außerdem hat er auf Amazon Rezensionen, genau, danke, gepostet, die derart arrogant sind, dass ich einfach nur sagen kann, Temo ist ein kleines, besserwissendes Arschloch. Ja. Aber jetzt keine Wishlist, es ist was Gutes. Ja. So, und jetzt überlegen wir mal, was wir da eigentlich gefunden haben. Ja, ich habe keine Wishlist, ja, wie sie gesagt hat, ich bin ein arrogantes Arschloch, deswegen stehe ich auch hier und rede über Dinge, von denen ich keine Ahnung habe. Wie gesagt, wir haben schon Ahnung, ja, wir gucken CSI und können ein wenig kombinieren und mögen auch Canon, Alpha Canon Doyle, ja, das hätte sie gefunden, wenn ich eine Wishlist hätte. Grundsätzlich geht es darum, wer hat das noch nicht gemacht? Zeigt bitte auf. Wer hat noch nicht gesucht und, naja, das nennt man Profiling, aber das wisst ihr alle, ja. Das Ding ist, das sind alles Informationen, die irgendwo abgespeichert werden und suchbar sind, ja.
Wir leben im Web 2.0, jeder darf seine Meinung veröffentlichen, soll es auch tun, es ist wichtig, es ist für Demokratie wichtig, dass jeder seine Meinung sagen darf, nur kann das auch nach hinten losgehen. Was sie nicht herausgefunden hat, ist, dass ich in welcher Schule ich war. Das Wie hätte alt bist du, Temo? Das habe ich auch nicht herausgefunden. Ja, 28. Und ja, dass ich Ninjas auch cool finde. Ja, jetzt hast du mich aus dem Konzept. Genau, das nennt man Profiling. Das Ding, diese ganzen Sachen kann man rausfinden. Das irgendwie miteinander zu verbinden, das hat jetzt nicht einmal etwas mit Social Networks zu tun, ist eine Sache von Sekunden. Es gibt Tools dafür, das zeigen wir dann auch. Ja. Gehe ich da mit? Okay. Gestern hat es einen sehr, sehr guten Vortrag von George Stanasis gegeben. Der hat sich genannt Introduction to Traffic Intelligence oder Analysis. Und da ging es so um High-Level-Profiling, ja, jetzt wirklich so auf Netzwerkebene und wer redet mit wem und welche Parts muss ich ausschalten, damit jetzt ein Netzwerk zusammenbricht und so weiter und so fort. Und das sind gängige Praxen, ja, gerade im militärischen Bereich. Heutzutage ist es gar nicht so schwierig, diese Sachen für mich selbst zu verwenden. Wenn ich Headhunter bin, ja, ist das Erste, was ich mache, ich werfe Google an. Ich bin kein Headhunter, aber ich bin mir sicher, dass es einige Firmen gibt, die das tun. Google tut das sicher. Genau, Traffic Analysis Resistance is very expensive. Was George gestern gemeint hat, ist, es geht nicht mehr oder kaum noch, also es geht schon noch um Content, ja. Aber Kryptoanalyse, um jetzt irgendwie Content aus verschlüsseltem Traffic rauszufinden, ist sehr zeitintensiv. Du brauchst viele Mathematiker, du brauchst viel Power, jetzt im Sinne von Energie, elektrische Energie. Kryptoanalytiker und ich meine, ja, jetzt mit Quantenkryptographie, es ist sehr aufwendig, ja. Traffic-Analyse hingegen, wenn du einen Router hast, ja, und dir anschauen kannst, wer mit wem spricht, ja, das kostet nichts, ja. Du kannst da auch genug Rückschlüsse rausfinden, ja. Das ist die einfachste Form der Analyse, ja. Und das, was wir jetzt gerade vorher gezeigt haben, ist auch Part von dem, ja. Das sind alles einfach irgendwelche Informationen. Da ging es natürlich auch um Content, aber den kriegt man heute einfach. Haben wir überhaupt die Möglichkeit, uns dagegen zu wehren? Habe ich private Daten, die ich irgendwie noch besitze, überhaupt noch unter Kontrolle? Nein, haben wir nicht. Google. Alles, was du machst, wird indiziert. Du hast keine Möglichkeit, dich dagegen zu wehren. Wenn du irgendwo einen Blog... Ja, es gibt kein Radiergummi mehr im Internet. Außer du kriegst Venture-Kapital von Google. Dann kannst du es löschen lassen, wenn du irgendwas Blödes sagst. Ja. Ist passiert. Wir werden alle getaggt. Tag ist das Etikett. Wenn ich jetzt Recruiter bin, ja, und diese ganzen Sachen über mich rausfinde, ja, ist mir komplett egal, dass es bei diesen 10 Signs of Fascism darum gegangen ist, das ist politische Analyse und ich schaue mir eine Demokratie an und sage, ja, okay, ist es Faschismus oder ist es nicht Faschismus? Ja. Da kommt einfach das Etikett Faschismus vor. Da kommt einfach das Etikett Faschismus vor und sie schaut sich das an, Faschismus. Negativ. Ein gutes Beispiel sind diese ganzen Recht aufs eigene Bild-T-Shirts. Wer aller hat eines? Ja, Pate Luna hat sie drucken lassen, da drüben ist jemand. Du hast es auch. Schön. Heute? Was mir ein guter Freund, Kiwagi, hat mir heute ein Browser-Plugin gezeigt. Ich habe die Meldung irgendwie verschlafen. Das ist auf Heise gekommen, oder was weiß ich, das nennt sich Polarose. Das ist, ich habe das jetzt gerade vorher erst gefunden und er hat es mir gerade vorher erst gegeben. Entschuldigung. Also, es nennt sich Polarose, ja, also Polarrose. We sort the web of photos. The Polarose Plugin in Firefox and Internet Explorer lets you discover who's in a picture on any public photo. Es kommt Anfang 2007 raus. Diese Firma hat Venture-Kapitalisten, das heißt, sie hat Kohle. Die wird es geben, ja. Was sie meinen, sie sind nicht schlimmer als Google, Yahoo und Alta Vista im Textweb. Sie machen es halt mit Bildern, ja. Ist egal. Und was nett ist, ja, also so zu sie. We honor robots.txt, also was du nicht indiziert haben willst, indizieren sie nicht, aber wo haust du deine Bilder hin? Du willst doch, dass sie jeder sieht.
Du willst Impressionen haben von deinem Bild. Du möchtest Views haben, du möchtest Comments haben auf deine Bilds. Du möchtest irgendwelche Texte zu deinen Bilds haben. Du möchtest Referrer zu deinem Bild haben. Was sie dann noch hinschreiben, ja, will never engage polar roles in an application of the technology in security or surveillance. Müssen sie überhaupt? Ich meine, die durchsuchen Flickr. Das sind die ganzen Bilder. Alles selbst. Das ist genau der Punkt. Also im Endeffekt ist es so, dass wir alles selbst machen, dass wir nicht mehr irgendwie eine Firma brauchen, die das für uns tut und für uns überwacht, sondern im Endeffekt all die Informationen, die wir tagtäglich rausgeben, in, auf Blogs irgendwie, wir posten unsere Fotos auf Flickr etc., das sind alles Dinge, die wir freiwillig tun und keiner irgendwie reflektiert das, habe ich den Eindruck. Oder zumindest wenige Leute reflektieren das. Und das mit diesen T-Shirts, irgendwie auf den letzten Kongressen war es echt noch so, dass man da Geschrei gehört hat, wenn da Fotokameras aufgeblitzt haben, dass man angefangen hat, da, bitte? Habe ich dich, ja, dich habe ich gehört die letzten beiden Male, aber dieses habe ich dich nicht gehört. Ja. Also das hat mich eben gewundert, dass es jahrelang ein Bashing gab wegen irgendwie jedem einzelnen Foto und danach gerannt wurde und Filme raus und bla und hin und her. Und dieses Jahr ist es irgendwie so, ja, auf Flickr findet man eh alles. So, das ist einfach, ich finde das seltsam. Aber versteht uns nicht falsch, wir wollen überhaupt nicht mit dem Finger kommen und anklagen. Ich meine, ihr habt gesehen, was über mich im Netz steht. Ja. Es ist mir nur aufgefallen, mein Gott, was mache ich die ganze Zeit? Und ich bin alt, ja, also man findet noch, man findet Usenet-Artikel von mir und die habe ich im Usenet gepostet, wie es noch nie, kein Google gab, ja. Man findet wirklich peinliche Sachen von mir, ja. Echt, und auf Mailinglisten, Daily Dave, da habe ich Dinge gepostet, wo ich mir denke, da hat mein Team gestern gesagt, oi. Da rede ich mit Menschen, ja, sag so, ja, wer bist du? Keine Ahnung, ob ich Ahnung von dem Topic habe. Ich verstehe ungefähr, um was es geht, ja, und glaube aber, du hast sie nicht, ja, obwohl ich den Menschen nicht kenne, ja, das steht im Internet. Ja. Ich bin ein vorlautes Arschloch, ja. Was sie zum Glück nicht, naja, sie hat nicht so genau gesucht. Das bin ich, ja, bei einer Party. Auf Flickr. Danke für das Foto, Max. Ich denke, die anderen Beteiligten sind, naja, man sieht niemanden wirklich. Man sieht mich, ja, und ich hoffe, ich habe ein wenig abgenommen, deswegen das Shirt heute. Das andere ist mit Rum beklettert, also ja. Macht Bilder mit meinem Tag, dann sieht man vielleicht, dass ich schlanker bin und ja, nicht betrunken. Widerstand ist zwecklos, ja. Ja, ist das so? Ist es so, es ist unsere Frage, ja. Es ist, das hier soll keine Lecture sein oder mit dem Zeigefinger, wir wollen drüber reden, ja. Deswegen sind jeder, der will, kann vorkommen und reden und wir können das diskutieren. Das ist echt, ja. Wir haben einmal im CCC oder wir haben im CCC, in der Hackerethik steht drinnen, öffentliche Daten nützen, private Daten schützen, ja. Welche Daten? Wenn du einen Paradigmenwechsel machst, wenn du sagst, private Daten sind jetzt auch öffentliche Daten, was kannst du da noch schützen? Gilt die Hackerethik in dem Sinn noch, wenn wir selbst so inflationär mit den Daten umgehen? Wenn ich jeden ein Stückchen hinwerf? Ich weiß es nicht. Was wir uns denken ist, ja, vielleicht sollte man bewusster bloggen. Ich meine, mich hat es 3 Monate gekostet, dass mein Blog aus Google Cache weg ist. Ja. Ich habe es zum Glück selbst gehostet. Wenn du das irgendwo anders hast, hast du diese Möglichkeit nicht mehr. Public Wish Likes Dislikes List. Delicious ist ein tolles Tool, ja. Also es ist wirklich, ich verwende es, ich überzeuge meine Mitbewohner, dass sie es verwenden, weil ich manche Sachen von ihnen mag, dann schaue mir an, wo der gesurft ist und so weiter. Aber das sind alles Dinge, aufpassen, was man da drauf haut. Ich meine, bei mir ist noch recht wenig drauf. Ich meine, man könnte auch rausfinden, dass ich aufs finnische Eishockey-Team stehe und solche Sachen. Ja, und ich hatte keinen Platz mehr auf den Slides. Ja. Ist die Frage, wie man das benutzt und wie man es machen will. Ja. Also Technologie braucht Kontrolle und wie auch George gemeint hat gestern, das Militär oder Agencies versuchen, Traffic-Analyse zu verhindern, indem sie Policies haben. Diese Policies sind keine technischen Policies, das sind soziale Policies. Es ist ein soziales Problem und kein technisches. Also wir dürfen nicht wegfallen und in unserer Gadget-Geilheit irgendwie alles machen. Ja. Bestes Beispiel Orkut, da ist, glaube ich, 3/4 vom CCC drinnen. Ja. Ich glaube, es sind mehr. Wir wissen es nicht. Ja. Ich meine, ich bin nie eingeladen worden, ich bin unschuldig. Ich habe eigentlich gefunden, wenn ich finden wollte dort. Und das ist ein wunderschönes... Bitte? Nochmal bitte. Orkut, das ist ein Entwickler bei Google, hat eins der ersten sozialen Netzwerke gemacht und das war Orkut, dass du dich registrieren kannst, Leute einladen kannst, ist so ähnlich wie Gmail. Musst
Man musste eingeladen werden. Das war so, dass man halt nur reinkam, wenn man eingeladen wurde. Und das war so 2003, dass das aufkam oder 2004, irgend sowas in der Gegend. Also auf jeden Fall kam ich irgendwie, glaube ich, 2004 in den CCC Köln und da saßen ungefähr irgendwie so, ich weiß nicht, 95% der Leute da vor dem Rechner und haben irgendwie an Orkut rumgeklickt. Und es war so, durch diese Einladungen, die man bekommen musste, um sich da zu registrieren, war das so, dass alle mit Realnamen da drin waren. Also es waren keine oder kaum falsche Namen da, sondern da war wirklich irgendwie bis aufs Middle Initial war da alles da und auch mit Fotos und Beruf und sonst was. Und das Schönste an dem Ganzen war halt irgendwie diese Friends-List. Durch diese Invitation hat man halt quasi Links bekommen zwischen den Menschen. Also es war so, dass man halt genau sagen konnte, der mag den, der ist dessen Freund etc., der kennt den auch, also die dürfen wahrscheinlich eine gemeinsame Gruppe sein etc. Also ich habe es mir nur kurz angesehen, das ist nämlich so jetzt, dass man mit ich habe die Google-Abi benutzt vor einiger Zeit. Das heißt, ich hatte einen Google-Account und mit dem kann ich jetzt auch in Orkut rein. Das ging früher halt nicht. Das heißt, ich habe mir da gestern noch angesehen, das gibt also echt kaum jemanden, der da nicht drin war. Also ich habe echt Leute gefunden, die ich da niemals erwartet hätte. Ja, und es war schon lustig, dass du auf IRC hast du irgendwie so Dick-Size-Wars gehabt. Ja, wer hat wie viele Invitations zu Orkut und so weiter. Das ist halt, das zeigt es am deutlichsten, ja. Dass ein bisschen eben Ego-Strip, das ein bisschen runterbrechen und einmal bewusst vielleicht irgendwas tun, ja. Ja, das Vermeiden, das geht ja kaum noch, ja. Und es ist ja auch wichtig, diese Tools zu haben. Die Welt wird dadurch kleiner, ja. Nur, ob man, keine Ahnung, mit einem Scammer im Bett liegen will, weiß ich nicht, ja. Keine Ahnung. MySpace, genau. Diese Geschichten, ja. Facebook, ihr habt hier in Deutschland StudiVZ, ja, wo arge Sachen passieren. Und ja, du kannst jede Web 2.0, oder es hängt ja nicht mit Web 2.0 zusammen. Information Gathering ist ja kein Ding, das erst jetzt da ist. Ja. Hat das früher halt vielleicht anders gemacht und man ist nicht so leicht an die Daten gekommen. Aber ist halt arg. Also letztes Jahr hat es einen guten Vortrag gegeben von den Machern von Freenet, wo sie gezeigt haben, wie sie ihren Freenet ist so eine Peer-to-Peer-Applikation, in der man anonym arbeiten kann. Ja, und da geht es mit dem neuen Algorithmus, soweit ich das noch in Erinnerung habe, geht es da über so, gibt es eine Stärke von Links, ja, die wenn du vertraust und wenn du nicht vertraust, ja, von wem du Informationen annimmst. Was sie gemacht haben, um den Link zu testen, also um ihren Algorithmus zu testen, ist, sie haben irgendwie die Orkut-Daten bekommen, alle, und haben geschaut, ja, sind sie schneller, also kommen sie vielleicht in 5 Links zu irgendjemand anderen, als wir der Orkut-Algorithmus, der in 7 Links zu irgendjemand anderen kommt. Also da wird auch dran gearbeitet, ja. Nicht, dass Freenet was Schlechtes ist, aber es gibt Algorithmen, die können solche Sachen einfach, ja. Ist das möglich, ja? Ist eben unsere Frage, ja, die wir heute diskutiert haben wollen. Lecture ist vielleicht ein blöder Titel, ja. Vielleicht hätte man Pendel oder sowas machen können, ja. Ich habe hier noch ein paar Fallbeispiele drinnen, ja. You are what you post, also dieser Herr, die URL funktioniert leider nicht mehr. Das ist irgendwie weggelöscht bei Yahoo. Das war ein Webdesigner, der hat sich halt, der ist ein Raver und hat halt ja irgendwie mit MySpace gearbeitet und hat sich irgendwie mit vollgepumpt mit Drogen irgendwie ablichten lassen und ist irgendwie gefeuert worden deswegen. Und das ist halt dann nicht mehr lustig, ja. Oder das, glaube ich, ist jedem noch, das war letztes Jahr im September, die Dame hat einen Blog gehabt, hat sich da irgendwie freizügig ablichten lassen in ihrer Delta Airlines Uniform, hat, also freizügig, sie hat ein bisschen den Wonderbra gezeigt, ja, und ist gefeuert worden. Ihre Verteidigung ist, dass sie jetzt einen Prozess anstrebt gegen Delta Airlines wegen Diskriminierung, weil ihre Flight Attendants auch Blogs haben, ja, aber das ist halt ein Exempel und ich meine, wer weiß, wie das in Amerika geht, da haben die reichen Leute halt recht, ja. Oder, das ist auch ein guter Artikel, ist Google evil, ja. Den würde ich auf jeden Fall lesen. Das ist nicht viel, also nicht so viel, aber sehr gut recherchiert. Die haben halt über den CEO von Google das getan, was wir vorher mit mir gemacht haben. Und ja, haben halt rausgefunden, wo wohnt er, was macht er, wie teuer ist sein Haus und wie viele Aktien hat er letztes Jahr verkauft. Ja, solche Sachen. Und diese Sachen haben sie dann irgendwie wieder vom Internet genommen. Also sie haben es gelöscht aus dem Cache und ja. Das ist eine Python-Library, libSNA.
mit dem, also wir wollten eigentlich einen Prototyp machen für so etwas, aber es ist sich leider vor Weihnachten nicht mehr ausgegangen. Da ist eine Library, mit dem man genau so Social Network Analysis machen kann, also wo man irgendwie mit Graphentheorie und Matrixergeber irgendwie durch diese ganzen Netzwerke durchfährt und sich da ein Bild verschaffen kann von den ganzen Sachen. Ja. Und wer hindert jetzt eine Personalabteilung, das zu benutzen? Das sind öffentliche Daten. Oder wer behindert jetzt das, keine Ahnung, Dollar Agency, das zu benutzen? Ja. Data Retention ist kein Problem mehr. Das, ja, es ist schlimm, wenn sie unsere Telefonanrufe oder sowas haben oder die Verbindungsdaten, aber wir geben ihnen viel mehr Futter, als wir wollen. Wir kämpfen gegen etwas, das wir selbst füttern. Ja. Ich meine, ja. Also was soll das eigentlich? Das ist die Frage. Ja, und jetzt wäre es halt schön, wenn wir auch noch andere Meinungen dazu hören, weil ich meine, dagegen oder so bin ich nicht, es ist ambivalent, ja, aber ja. Lach nur. Komm, Badelun, sag was. Ja. Mikro. Nun, ich denke, auf der einen Seite haben wir das Bestreben der Selbstdarstellung, auf der anderen Seite haben wir das Bedürfnis, unsere Privatsphäre zu schützen. Aber sorry about, wir müssen alle unseren Kopf einschalten und darüber nachdenken, was wir tun. Wir können uns nicht darüber beschweren, dass wir irgendwo in einem Archiv gefunden werden, wenn wir es selbst gepostet haben. Und ja, ich finde mich auch bei Google an Stellen wieder, wo ich sage, zu dem Zeitpunkt, wo ich meine E-Mail-Adresse dort bekannt gegeben habe, gab es in Deutschland so wenig Leute mit einem Modem, dass man nie gedacht hat, dass das jemals in der Suchmaschine auftaucht. Ja? Und damals wäre man einfach noch irgendwo hingefahren und hätte sich beim Dieter oder wem auch immer beschwert und hätte gesagt, hey, so geht das nicht. Ja? Heute ist mein Postfach voller Spam an der Stelle, ja? Aber die Adresse ist einfach mit mir verbunden und was soll's, warum soll ich das Postfach wechseln an der Stelle? Es belästigt mich nicht wirklich, es sind ein paar Klicks und fertig. Ja? Aber trotzdem, es obliegt uns, darüber nachzudenken, wollen wir das, was wir heute dort sagen, in 30 Jahren immer noch finden? Was ich mir dazu denke, ist halt, also um uns Alten, ja, ich meine Alten, ja, ich will jetzt da nicht irgendwie, es geht darum, wenn ich mir meine kleine Schwester anschaue, die 16 ist, ja, was die im MySpace macht und in ihrem Blog macht und das alles verlinkt und allen zeigt, ja, sie denkt darüber nicht nach, ja. Da müsste man echt irgendwie vielleicht auch von Seiten von irgendwelchen Initiativen starten, dass man irgendwie aufklärt, ja, das wird nicht einfach nur diesen, ich meine, es passiert eh ständig, ja. Ja, don't take drugs and let you be pictures. So, ja, und das ist halt, die Generation geht so selbstverständlich mit diesen ganzen Sachen um, dass es ganz normal ist, dass du diese Identity 2.0 von Dick Hart, das ist übrigens auch ein guter Talk von ihm, ja, also wir haben den ähnlich gemacht. Ich denke, da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Mit diesen Leuten muss man reden, denen ist das vielleicht gar nicht bewusst, welche Reichweite das hat. Das ist mehr als die Postkarte. Ja, eben, ja. Das ist die Litfaßsäule. Und zwar dummerweise an jedem Eck. Mhm. Gibst du das Mikro dann nach hinten? Da? Das war auch jetzt gerade das, was ich sagen wollte. Also wenn man mit einem Bekanntenkreis zum Beispiel mit Leuten diskutiert, die jetzt gerade zum Beispiel so einen StudiVZ-Account haben, ich sag mal so nebenher, ich habe selbst mir auch mal eins eingelegt, aus Spaß und der Freude. Es ist echt witzig, was man da über die Leute so rauskriegt. Die haben wirklich da Bilder drin, Geburtsdatum, momentan ihren Beziehungsstatus. Das ist teilweise sehr interessant, welche Leute sie so kennen. Man fragt sich also wirklich, ob die sich mal Gedanken darüber gemacht haben, was sie da sagen. Also es gibt die Möglichkeit, auch gewisse Sachen von der Sichtbarkeit einzuschränken. Jetzt mal von der technischen Möglichkeit, dass man diese Sichtbarkeit, Unsichtbarkeit dann vielleicht wieder aufheben kann, möchte ich mal einfach zu schweigen. Aber selbst das nehmen die Leute nicht mal wahr. Auch bei Xing oder anderen Plattformen von Social Networks sind diese Möglichkeiten eigentlich da, aber die wenigsten benutzen sie eigentlich. Und das finde ich eigentlich sehr erschreckend, dass den Leuten nicht klar ist, was sie da tun. Und selbst wenn man mit ihnen darüber redet, sie sind dermaßen lernresistent, dass sie da echt keine, sich nicht mal annäherungsweise Gedanken drüber machen. Ich finde es echt wahnsinnig. Aber vielleicht liegt das auch an der Gesellschaft von heute, weil wir unser Leben mehr und mehr eigentlich Richtung Internet fokussieren und dann dementsprechend natürlich auch nach Selbstdarstellung im Netz, weil wir sie im normalen Real Life kaum noch machen. Versuchen wir uns natürlich im Netz irgendwie selbst darzustellen zu müssen. Und das dafür gibt es halt diese Social-Network-Plattformen in jeglicher Form. Also klar,
Es ist mittlerweile echt schon witzig. Ich beobachte das zum Beispiel bei mir selbst. Wenn ich irgendjemanden kennenlerne, dann werde ich erstmal angucken, welchen Social Networks ich denjenigen oder diejenige finde, inklusive Google. Ist es nicht so, dass man im Endeffekt sagen kann, dass es Evolution ist, dass wenn die Leute nicht bekehrt werden wollen, und eigentlich ist es ja mir zu blöd, Leute bekehren zu wollen, also das kann man sowieso nicht, erstens, zweitens ist es verschwendete Lebenszeit, das versuchen zu wollen, also im Endeffekt lasst die Leute machen, was sie wollen, es ist Dummheit und, also was kümmert mich die Dummheit der anderen, so im Endeffekt. Ja, das ist mir scheißegal. Ja, was soll ich da tun? Ich kann sie ja nicht bekehren, ich kann ihnen das sowieso nicht erklären, was sie tun sollen, und irgendwie den Leuten, die selbstverständlich damit aufgewachsen sind, und zu sagen, ja, lasst das, weil das könnte euch in 30 Jahren, was interessiert mich, was in 30 Jahren ist, so ungefähr, ja. Genau die gleiche Frage haben wir letztes Jahr auch diskutiert, kann das sein? Da hinten hat es ein zweites. Also die Frage war, sollen wir eigentlich aufgeben? Ist es sowieso zwecklos, daher zu gehen und den Leuten das, bitte? Macht keinen Sinn aufzugeben, weil wenn du aufgibst, wird es nicht besser. Ja, also ich sehe es halt so, es gibt ein paar Leute, die haben es begriffen. Wo man es ganz einfach jeden Tag ausprobieren kann, ist an der Kaufhauskasse. Einfach, wenn die Frage kommt, haben Sie so eine Payback-Karte? Und wenn ich in dem Augenblick sage, nee, habe ich nicht, ich habe eine ungestörte Privatsphäre. Ich habe es bisher zweimal erlebt, dass die Kassiererin gegrinst hat und gewusst hat, was ich meine. Worum es da einfach geht, um diese riesige Datenkrake, die auch dahinter steht, für 2% Rabatt, da kann ich mich an der Kasse ein bisschen anstellen, dann kriege ich 10. Also das brauche ich nicht, oder ein Prozent wird es sein. Also ich verkaufe für nichts Informationen, die wesentlich mehr wert sind über mich. Und es gibt viele Leute, die interessiert es überhaupt nicht, die haben überhaupt kein Gefühl dafür, worum es geht. Und es gibt andere Leute, die sagen sich, die sind etwas kritischer, und da dürften wir alle eigentlich dazugehören, sonst wären wir nicht hier. Was mache ich mit meinen Daten, warum mache ich das? Dieses Bewusstsein ist dadurch, vielleicht ist es auch einfach nur ein psychologischer Effekt durch das Internet an sich. Es ist zu Hause, direkt vor mir, es ist vertraut, es ist immer das Gleiche. Wenn ich da irgendwas in einen Blog schreibe, dann kann ich auch ins Tagebuch schreiben. Allerdings scheint da dieser Sprung, dass es weltweit verwendet wird, nicht rüberzukommen. Und ich frage mich, warum die unsere Geheimdienste das noch nicht ausgiebigst nutzen. Woher weißt du? Also ich möchte nochmal an der Stelle anknüpfen, ob wir das überhaupt ändern wollen, ob wir nicht schon aufgeben sollten, dass ich dazu sagen würde, nein, natürlich geben wir nicht auf. A, sonst wären wir gar nicht hier. B, ich glaube, der menschliche Kampf um ein zivilisiertes Leben, den machen wir schon ein paar hunderttausend Jahre. Und das ist Teil dieses Kampfens, der Menschwerdung. Die eben nicht einfach da ist, sondern die man jeden Tag wieder neu sich erarbeiten muss. Und du wirst irgendwann sehen, dass deine Schwester, deine 16-Jährige, in 15 Jahren mit dem Kopf gegen die Wand rennt. Wie dumm war ich damals? Ja, es ist meine Schwester, verstehst du? Ja, hey, das, mit dir, ja. Wenn man viel weiß, tut einem immer das Herz weh. Das ist einfach so, das gehört zum Leben dazu. Und es ist natürlich klar, wir wollen aufklärerischen Ansatz. Wir müssen begreifen, wie wunderbar das ist, dass wir sowas wie eine Aufklärung hatten, die das Schicksal von Menschen negiert. Ne, dass Menschen kein Schicksal haben, sondern es selber machen. Aufklärung, etwas wissen, lernen. Und dieser evolutionäre Ansatz, dann werden halt ganz viele Jugendliche von heute, die glänzende Augen haben, wenn sie ein iTunes, also ein iPod bekommen, der ja ein DRM-System ist, was so schick ist, dass jeder es haben will. Selbst ich habe zu Weihnachten eins verschenkt. Ja, allerdings, mein Sohn hat mir versprochen, es zu cracken. Also. Also es ist schon ganz wichtig, das weiterzumachen, aufzuklären, aber nicht zu versuchen, den Leuten die Heilsbotschaft zu bringen, sondern es werden einfach in 15 Jahren ganz viele Leute gegen die Wand laufen. Es werden die Reichen wieder gewesen sein, wo in den Familien klar war, du hältst dich da raus, du gibst nichts weiter, Schweigen ist Gold. Ja, die werden dadurch mehr Macht haben. Und die ganze Unterschichten, die glauben sich über irgendein soziales, technisches soziales Netzwerk,
empowern zu können. Die haben wie immer das Nachsehen und wir müssen uns mehr um die Machtfragen da kümmern. Wie wird die Zukunft aussehen? Werden noch weniger Familien noch mehr Geld haben und der Rest noch weniger? Es ist genau umgekehrt. Es ist genau umgekehrt. Ich meine, das wäre interessant. Ich komme von der anderen Seite. Ich komme aus dem Kulturmanagement und bei mir gilt immer, es gibt keine schlechte Nachrede. Es gibt nur keine Nachrede. Und wenn ich eine Persönlichkeit überprüfen möchte, aus welchem Grund auch immer, dann gucke ich natürlich zuerst auf Google. Und das Schlimmste ist kein Google-Hit. Das ist das Allerschlimmste. Keinen Google-Eintrag zu haben, ist das Allerbeste, was dir passieren kann. Ja. Also dieses, was im Kulturbereich vielleicht gelten mag, gilt nicht allgemein. Das ist Kultur ist was anderes, das gilt nicht. Wenn ich... Nein, und iPod ist keine Kultur, oder was? Wenn ich Recruiter wäre und ich suche einen Kernel-Hacker und ich finde ihn nirgends, dann nehme ich ihn nicht, weil dann ist er kein Kernel-Hacker. Wenn er das Internet... Nein, wirklich, ist so. Wenn er in keinen Changelog, das indiziert ist, aufscheint, ja, wann hat er den Kernel gehackt oder was für einen Kernel hat er gehackt, ja, muss er mal sagen, ja. Also, wie gesagt, man muss es bewusst nutzen. Ich bin nicht auf deiner Seite. Und man muss bewusst mit diesen Dingen arbeiten. Ja, redet. Ja, ich meine auch noch, dass eben nicht, man sich auf den Standpunkt stellen kann und sagen, ja, mir ist egal, was eigentlich alle anderen machen, sondern und auch genauso wenig sagen, versuchen die Leute zu bekehren, in Anführungszeichen, aber man muss einfach ein Bewusstsein dafür wecken und den Leuten klar machen, dass die Daten eben überall stehen, was eben vielen nicht klar ist. Auch bei Payback ist vielen nicht klar, was mit den Daten passiert und dass eben die Daten so gesammelt werden in der Form und eben da muss man einfach das Bewusstsein dafür wecken, dass die Daten so gesammelt werden und eben die Möglichkeiten zur Verwendung bestehen, was eben vielen einfach nicht klar ist. Also das heißt, du willst missionieren, oder wie? Ich meine, es ist nicht unmöglich. Es ist unmöglich herzugehen und die Leute aufzuklären, ihnen zu sagen, das ist auch... Man kann jemanden, der von vornherein die Daten weitergibt und blockt und weiß nicht, wo überall seine Daten weitergibt, den kann man nicht von einem Tag auf den anderen sagen, hey, das ist alles scheiße, was du da machst. Aber wenn man den Leuten manchmal versucht klarzumachen, dass es einfach überall verfügbar ist, dann setzt vielleicht auch bei denen, also ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch zu optimistisch, irgendwann einen Denkprozess ein, wo sie sagen, Moment, vielleicht hat er ja doch recht. Ich meine, man kann da nur immer einen Anstoß geben, die Leute müssen selber drauf kommen im Endeffekt. Aber ja, den Anstoß geben sollte man trotzdem, denke ich. Haben wir einen Engel eigentlich, der für die Mikros sich zuständig fühlt? Okay. Ja. Kannst du vielleicht aufstehen, weil da gibt es voll viele Wortmeldungen und ja. Also da hinten gab es eine Meldung, dann gab es hier eine und da. Und ich glaube, du bist jetzt der Nächste. Ne? Die Dame zuerst. Sorry. Auch wenn es vielleicht ein bisschen in eine andere Richtung geht, aber es ist wichtig, darüber nachzudenken, was mit den eigenen Daten passiert. Aber es ist vielleicht auch wichtig, nicht immer nachzudenken, was hat das in 30 Jahren für Folgen, weil ich bin nicht in diesen ganzen Portalen, aus reiner Paranoia, aber irgendwo fehlt mir da auch was, weil ich ständig drüber nachdenke, was passiert dann, und das ist ja hier im Kongress auch immer das Thema, wenn man Hacker ist oder wenn man programmieren möchte, dann braucht man dieses Bewusstsein einfach mal machen und nicht drüber nachdenken, was danach passiert, sonst wird man nie besser. Es ist unglaublich schwierig, diese Hemmschwelle zu überwinden, wenn man das nie gelernt hat. Und das sollte man nie vergessen. Es ist wichtig, über Sicherheit nachzudenken, aber es ist auch unglaublich wichtig, über Freiheit nachzudenken und sich eben nicht in allen Dingen zu beschränken. Ja. Und über die Kreuzung gehen, jawohl! Ihr wisst, was ich meine, verdammt! Nein, das stimmt schon, ja, eben. Aber man muss irgendwie automatisiert aufnehmen. Ja, man darf seine Freiheit nicht beschränken lassen, dass ich sagen kann, was ich will. Aber Meinungen sind wie A-Löcher, jeder hat eine. Und diese A-Loch-Meinungen willst du nicht im Internet lesen, wenn du dich um einen Job bewirbst. Also wenn jemand dich recruitet. Ne? Ja? Also, ja, vielleicht ganz kurz. Ich denke, man kann es nicht ganz pauschal sehen. Ja? Also Profilmanagement ist mit Sicherheit wichtig und wir müssen unterscheiden zwischen einem Kernel-Hacker, der vielleicht einen Job darüber finden möchte, ja, und jemand anders, der vielleicht nicht gefunden werden möchte. Und wir sollten auch uns immer überlegen, dass dieses Medium ja auch missbraucht wird. Also ich hatte vor kurzem die Erfahrung, dass ich jemand gefunden habe, der sich als Experte in einer gewissen Community geoutet hat. Ja? Und es tut mir leid, hinterher hatte ich den Schaden, der Mann hatte von nichts seine Ahnung. Aber es ist, man kann natürlich dort auch viel Schundluder mit betreiben und das tun viele Berufsgruppen, die sonst eigentlich nicht berechtigt sind, Werbung zu machen, tun das mittlerweile. Also in ganz gezielt.
in der Sicherheit, also in der Netzwerksicherheit und so weiter, gibt es also Daten korrelieren und so weiter, ja, das kannst du eine Maschine für dich machen lassen. Die Meinung bilden muss noch immer ein Mensch, ja, weil du kannst kein Skript anweisen und sagen, ja, wie ist er jetzt? Ja. Also diese Sorge über zu viele Google-Hits, die kann ich insofern nicht verstehen, wenn ich A-List-Blogger bin und auf meinen Counter gucke und mich sorge, dass der auch zu langsam zählt. Nur, ich habe ja dann Sender, ich möchte mich ja mitteilen, ich möchte möglichst viele erreichen und insofern ist gerade der Wunsch, möglichst geile Google-Hits zu haben und man streut da ein paar Tags rein, die auch richtig reinknallen bei Google, da verstehe ich das Medium eigentlich gerade andersrum. Da freue ich mich über Bandbreite und über Reichweite. Und das ist und in der Blogger-Szene eigentlich der Wunsch, möglichst gut bei Google dazustehen. Was mich jetzt auf die Schwester bezogen nochmal interessiert, es gibt ja auch eine andere Interessenlage beim Bloggen. Ich kann ja den Wunsch haben, nur mit meinen Schulkameraden oder mit meiner Peergroup zu bloggen. Da würde mich interessieren, wie eure Erfahrungen sind mit Robots.txt-Dateien oder Metatags, die die Suchmaschinen aussperren. Meine persönlichen sind da eigentlich relativ gut, die halten sich weitgehend dran. Das wäre schon eine Frage, ist das ein probates Mittel, diese Reichweite sozusagen etwas zu lokalisieren, zu begrenzen? Ja gut, aber meine kleine Schwester ist 16 und die ist kein Geek oder sowas. Die weiß nicht, was Robots.txt ist, die weiß nicht, was eine Suchmaschine ist. Und ja, mein, wenn sie wo bloggt, wenn sie auf einer anständigen Plattform bloggt, wo man das machen kann, ist es ja alles gut, ja. Aber dann muss ich trotzdem erst einmal einer erklären, ja, okay, da wirst du gefunden, da kann man die Daten. Also wie gesagt, das sind technische Mittel, sind da nicht das Ding. Ich glaube, es geht um eine Policy, die du verinnerlichst, ja, und vielleicht ein wenig bewusster wirst, ja. Verhindern willst du es ja nicht. Wie gesagt, du brauchst die Band, also du willst, dass deine Meinung klar ist, ja, weil du eine wichtige Meinung hast. Jeder hat eine wichtige Meinung und das soll raus, ja, und das soll gefunden werden, wenn man zu dem Thema etwas sucht, ja. Ich glaube, es ist genauso wie in den 80er Jahren, in denen ich aufgewachsen bin, in der Pubertät irgendwie war halt, wir halt gelernt haben, dass wir Kondome benutzen müssen, weil es eine neue Krankheit gibt, ja. So, das war genauso etwas, was neu war für uns und was wir halt einfach so reingehämmert bekommen haben, dass es halt irgendwann normal wurde. Und die Frage ist, ob man was Ähnliches machen sollte, halt mit diesen irgendwie Daten weggeben, ist halt nicht so gut, ja. Ich meine, vielleicht nicht im Ausmaß, aber im Endeffekt ist es kommt auf das Gleiche raus. Man muss lernen, mit irgendwas Neuem umzugehen. Ja? Und genau das ist es, ja. Bitte nochmal. Nochmal. Dann brauchen wir eine Rita Süßmut des Internets. Da hinten, die hat das Geld gegeben für die AIDS-Kampagne hier in Deutschland. Da hinten, also hinter dir. Ja, also sonst würde ich gerade was sagen. Ja, das Grün sind Wortmeldungen, mehr Mikros. Gut, also du hast eben über die Lernresistenz der Menschen gesprochen und ja, du über deine kleine Schwester. Also ich persönlich bin jetzt ein Jahr älter und in meiner Stufe sehe ich halt auch die Leute alle bloggen und all dieses Zeug machen und die kommen halt an, guck mal, hier habe ich, das ist alles so toll, ja, also das wurde ja auch schon angesprochen, man macht es ja auch, weil es irgendwie auch was Tolles ist, gerade diese Social Networks. Und wenn ich dann einmal bei Google irgendwie nur den Namen eingebe und die Leute sehen, was da kommt, dann sagen sie oft schon, ja, das wusste ich gar nicht. Und das ist vielleicht wichtig, also wenn man gar nicht weiß, was das für Konsequenzen hat, dann kann man auch nicht darüber nachdenken, ob man das vielleicht nicht machen sollte. Also was ich sagen möchte, ist, wenn wir vielleicht darüber nachdenken würden, eher wie man die Leute darüber aufklärt, was passiert, weil das ist ja nur ein Beispiel jetzt, Leute aus, also in meinem Alter, die Leute, die sich so eine Payback-Karte holen, wissen wahrscheinlich auch nicht immer, was mit den Daten gemacht wird. Die, ja, gibt es wahrscheinlich verschiedene Gründe, aber wenn man den Leuten sagen würde, wenn du dir diese Karte holst, dann werden deine Daten in allen möglichen Arten verarbeitet, wenn du in deinem Blog postest, genauso, ja, und das möchtest du in 15 oder 20 Jahren nicht unbedingt im Internet haben, dann würde sich das Problem vielleicht von selber lösen, also wenn man deine Daten werden immer verarbeitet. Nein, ich meine das Problem, dass die Leute da nicht drüber nachdenken, das meine ich. Ja, ja. Das da drüben war... Darf ich ganz kurz auch, hallo? Ich wollte dazu noch mal einhaken und sagen, das ist ja auch, wie gesagt, die andere Seite der Medaille. Die Kids heutzutage, die 16, ich meine, das ist eh schon alt, die sind ja 10 und 12,
wenn Sie das verstehen, die merken einfach, dass heutzutage Macht und Geld mit Aufmerksamkeit verbunden ist. Ein Film ist dann erfolgreich, wenn viele Leute reingehen und ihn angucken, und eine Webseite ist dann erfolgreich, wenn sie viele Hits hat, und ein Unternehmen ist dann super erfolgreich, wenn es für, ich weiß nicht, wie viele Millionen und Billionen Dollar verkauft wird, weil es so und so viele User hat. Und diese ganzen Kids, die da vor sich hin bloggen, die tun nichts anderes als lernen, wie man Aufmerksamkeit generiert. Also wenn die einen geilen Blog schreiben, dann kriegen sie viele, viele Hits und dann lesen das viele. Und dann bloggen sie immer weiter und immer weiter, und mit 20 sind sie irgendwelche berühmten Journalisten. Und die checken das halt. Ja. Na, da gucken alle hin, das ist ja das Geile. Das ist ja wirklich wunderbar. Ich meine, MySpace ist doch toll. Da stellt irgendjemand einen Song drauf und plötzlich sind da 10.000 angehörte Zahlen da, und dann kommt ein Label und schon sind die mit 16, 17 Stars. Ich finde das super. Ich finde das total gut. Ja, ich sehe. Können Sie das Mikrofon auch nach hinten geben? Und da drüben kommt zuerst, er zeigt schon seit. Ja. Ja, meine Frage ist, könnte es denn nicht sein, dass, wenn je mehr andere Leute ihre privaten Daten preisgeben, desto ungefährlicher wird es auch fürs Individuum? Also konkret, je mehr SM-Fetischisten öffentlich sagen, ich stehe auf SM, desto ungefährlicher kann ich es auch sagen. Und könnte das nicht sogar zu einer Enttabuisierung und zu einer mehr offenen Gesellschaft führen, wo wir alle auch für unsere Meinung sagen können? Ja. George hat gestern dazu gemeint, ja, das Problem, das du mit Traffic Analysis hast, ist, dass du musst mehr von dir offenlegen, damit du mehr über andere erfährst. Ja. Das ist so wie der Kalte Krieg. Ja. Atombomben. Ist das gut, wenn sich das ausschaut? Ja, am Ende wissen wir alles von allen. Und das wäre die Frage, wäre das wirklich schlimm? Man weiß schon genug von mir, ja. Drüben? Ja, ich wollte was noch dazu sagen, und zwar, ich bin in ehemaligen Sowjetunion geboren und in Ukraine aufgewachsen, und dann bin ich irgendwie, also ich wohne seit 4 Jahren jetzt in Deutschland, und das war wirklich ein Schock für mich, wenn ich gesehen habe, dass fast alle Deutsche, die ich kenne, in ICQ echte Name, Nachname, manche Telefonnummern stehen haben, ja, und das war wirklich Schock für mich. Dann hat jemand mir gesagt, hey, du hast gesagt, du hast einen ICQ-Account, ich habe nach dich gesucht, habe dich nicht gefunden. Ich so, ja, wie wolltest du denn das machen? Er so, hast du nicht deinen Namen da stehen? Nein, habe ich nicht. Und das ist, ich weiß nicht, ob man nicht das genau zu bedenken hat. Ich meine, ich stamme aus der Gesellschaft mit dieser Einschüchterung. Wir haben das gelernt, ein bisschen Angst zu haben, dass wir irgendwie, also diese Information weitergeleitet zu werden. Und das merkt man wirklich. Also ich habe niemals jemanden gesehen, der Kommentare mit seinem Nachnamen unterschrieben hat. Ja? Und ich finde das nicht nötig. Und dann, hier war Anmerkung wegen Ego, ja, dass ich dann sehe, okay, das ist mein Blog und ich sehe, dass das besucht wird. Aber ich meine, ich kann mir auch genauso ein Nickname ausdenken. Und sobald ich dann irgendwie über 1000 Posts geschrieben habe, dann wissen Leute, kennen Leute mich schon, die wissen, meine Meinung zu respektieren oder umgekehrt, meine Meinung zu hassen, dann gibt es irgendwie Meinung. Ich werde noch mehr dazu sagen. Es gibt zum Beispiel ein Forum, wo ich super viel schreibe, und es gibt unterschiedliche Themen, und ich benutze unterschiedliche Nicks, wenn ich etwas Professionelles da schreibe, und ich benutze ganz andere Nicks, wenn ich etwas zu Thema Sexualität schreibe. Einfach, weil ich die zwei Themen nicht verbunden haben möchte. Und das ist wirklich so Sachen. Das kann man, okay, ich google auch in irgendetwas und man kann was weiter herausfinden. Aber schon ein bisschen mehr Sicherheit würde ich von Deutsch erwarten. Also wie gesagt, Kommentar mit Nachnamen unterschreiben, ICQ-Telefonnummer da reinschreiben. Gibt einiges zu bedenken. Ja, hinter dir. Ja. Er zeigt schon seit 10, ja. Ach so, okay. Also was ich eigentlich nur zu also ich habe auch jetzt schon ziemlich lange, also soll ich jetzt machen oder nicht? Ja, tu, fang. Weil sonst. Ja, tu. Okay, also was ich nur sagen wollte, ist, ich denke, dass man eigentlich im Moment den Krieg ja um die Privatsphäre verloren hat. Also sie existiert gerade in diesem Moment, so wie es aktuell ist, eben nicht so sehr. Und es gibt halt zwei Möglichkeiten. Es gibt einmal, man benutzt hier die ganzen Leute im Raum, die denken, die ganzen Leute, die ihre Daten ins Internet stellen, die sind ja alle so doof
Und wenn die das und diese Leute das denken, die haben ja auch dann noch einen kleinen Schritt dazu, ach, machen wir ganz viel Kohle damit, nehmen wir die Daten, basten diese ganzen Leute, zerstören die Existenzen. Und das wäre auch ein ganz guter politischer Schritt. Also man kann das halt dann machen. Man bastet eben mal, ganz viele Leute in Deutschland zerstört Existenzen, die Medien schreien auf, es wird ganz, ganz viel innere Sicherheit geben, die Leute werden gezwungen, Privatsphäre zu nutzen. Es wird also, die Firmen werden gezwungen, dann technische Methoden anzuschaffen. Wir werden dann eben einen Staat haben wie Ukraine oder die Sowjetunion, wo man eben aus Paranoia eben Privatsphäre haben muss. Und das ist ja dann auch super. Wir haben ja gerade gehört, dass man dadurch sehr gut initialisiert wird. Oder man versucht den positiven Weg und versucht eben die Strukturen so anzupassen, dass man, dass eben, selbst wenn die Leute die Komplexität nicht verstehen, und machen wir uns nichts vor, die meisten Leute werden die Komplexität dieser Problematik nicht verstehen. Ich verstehe sie selber häufig nicht. Also wie ich meine Daten sicher schützen kann und trotzdem noch die Vorteile, die das Internet eben bietet, nutzen kann. Und das ist dann, denke ich, der Weg, dass man versucht, die Strukturen so zu machen, dass es eben für die Leute unglaublich einfach ist, es zu benutzen und trotzdem noch halbwegs sicher. Ja, danke. Aber ja, er dazu. Hallo. Er zeigt schon seit 10 Minuten. Ja, ich habe ein Mikro. Also ich wollte auf die Sache nochmal eingehen mit dem, wenn jetzt also genügend Leute sagen, dass sie jetzt diesen SM-Fetisch haben, dass dafür mehr Toleranz dann kommt. Das Problem, was wir ja haben, ist, dass die Leute, oder da, wo das dann für uns problematisch wird, ist ja, wenn, sage ich mal, wir eingestellt werden und der also Mensch dann da liest, okay, wir stehen auf SM. Also mehr Toleranz kann ja an der Stelle eigentlich nur dann entstehen, wenn diese Person dann sozusagen in der Öffentlichkeit steht und dann kontrolliert wird und sagen muss, ich entscheide mich gegen den, weil der auf SMM steht. Und also wir haben ja diese Gesetze mit Antidiskriminierung und so, aber das hilft ja erstmal in dem Moment nicht, weil der macht ja seine Entscheidung da sozusagen für sich allein. Die andere Sache ist, wenn ich jetzt also bei Google jetzt nach wem suche, also ich habe neulich mal wieder nach mir gesucht und bin da also im Usenet auf was gestoßen, also da stand ich also vor ein paar Jahren mit Webmaster und dann war da also eine DE-Domain, die also die möchte ich jetzt nicht irgendwie so irgendwo haben. Und wie heißt du? Allerdings waren dann auch noch mehrere Suchergebnisse, wo also andere Leute, also wo das nicht ich war, sondern andere Leute, und ich habe jetzt weiß Gott keinen Allerweltsnamen, aber wenn jetzt Fritz Schmidt jetzt hier, wenn wir jetzt nach Fritz Schmidt suchen, dann also kriegen wir ja tausende Ergebnisse, was der dann, also was weiß ich, im Internet getrieben hat. Und die letzte Sache, die mir noch einfällt, ist das mit dem Usenet, weil da ist es ja eigentlich eher genau andersrum, da sind ja eigentlich eher Leute so sozusagen aus unserem Kreis und da gibt es ja merkwürdigerweise diese Ansicht, dass man da unbedingt mit seinem Real Name vertreten sein muss, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Das ist Policy-Sache. Ich meine, in manchen Foren willst du halt wissen, ja, mit wem redest du und manchen nicht, ja. Ja, klar. Da drüben. Mikro. Ja, wir stellen ja fest, dass wir sowieso ausgespioniert werden und ich kann auch verstehen, dass man da Angst hat, aber ich würde den Weg umdrehen und sagen, man flutet das positiv. Das heißt, ich nutze, was hier vorne auch gesagt wurde, Google, um mich darzustellen. Wir kommen eh nicht umher, uns damit auseinanderzusetzen und die Tools, die wir haben, Blogs etc., wenn ich in ein Assessment Center reingehe, weiß ich eh, dass es gelesen wird und ich poste teilweise bewusst mit meinem Real Name, um einfach bestimmte Sachen in Google nach oben zu katapultieren und das einfach für mich zu nutzen und verstehe, dass man unter einem falschen Namen postet und bestimmte Sachen nicht macht, glaube aber, dass es im umgekehrten Sinn auch positiv sein kann und vertrete nicht nur diese negative Stimmung, die ich jetzt bei Payback-Karten habe, wo ich es nämlich nicht beeinflussen kann. Da kaufe ich einfach bestimmte Dinge und die lassen auf mich einen Rückschluss zu, wo ich sage, ich brauche die und möchte im Zweifel nicht, dass Payback das von mir weiß. Aber im Internet habe ich die Möglichkeit, intelligent diese Tools für mich zu nutzen. Und wenn ich, sage ich jetzt mal, zum bösen Unternehmen gehe, dann weiß das böse Unternehmen, was ich mache. Und ich glaube, dass man das im Umkehrschluss auch ganz gut für sich selber benutzen kann. Und klar, Paranoismus ist da und man muss vorsichtig sein. Aber ich glaube, so schlimm ist es nicht, weil man hier noch in der Hand hat, zum größten Teil, was dort passiert. Ja, also es geht ja eigentlich nur ums Bewusstsein schaffen. Ja. Genau so, wie du es machst, ist es richtig. Ja. Man braucht eine Filterliste und muss filtern, was man rausgibt. Ja. Das weiß nicht, wie man das in Fleisch und Blut rüberkriegt. Ja. Dass man da irgendwie schon den Klick hat, nein, das sollte ich nicht machen. Ja. Sven?
Ja, also ich meine, wir haben das Problem ja schon seit vielen Jahren im Prinzip. Wir haben jetzt heutzutage so Sachen wie, wir finden Usenet-Artikel von vor 10, 15 Jahren von uns. Da hat niemand wirklich drüber nachgedacht, ob es die irgendwann mal bei Google gibt. Und dann kam irgendwann, Google hat dann irgendwen gekauft, der sie indiziert hat und schwupps waren sie bei Google drin. Ich meine, diese Problematik wirst du in 15 Jahren wieder mit anderen Sachen haben. Das Problem, was du hast halt hier seit vielen Jahren gibt es eigentlich schon diese Grundstimmung, ja, was sollen wir denn machen? Es hilft ja nichts, dieses wir missionieren ohne wirklichen Erfolg. Wir missionieren, es geht ums Überzeugen. Es geht ja klar, aber der Punkt, schlecht. Habe ich eigentlich keine Lust, muss ich ehrlich sagen. Ja, natürlich. Das ist so viel Arbeit nämlich. Ja, ja eben, das ist genau das Problem. Wir haben versucht, was zu tun, es haben aber viele Leute haben sich zum Einzelkämpfer entwickelt, haben sicher auch irgendwelche Erfolge gehabt, aber was... Ja, oder was aber auch in vielen anderen Themen hier angesprochen wurde, wie Marketing und ähnlichem, da fehlt es halt einfach den Leuten dann doch noch irgendwo, eine Kampagne so rüberzubringen, dass sie wirklich der letzte Idiot versteht. Und wir müssen halt einfach zugeben, die Zielgruppe sind die letzten Idioten hier. Wir haben keine Akademiker da sitzen, denen man erklären kann, pass mal auf, wenn du das hier eingibst, dann wird das irgendwann mal irgendwo auftauchen. Da kann ein 16-jähriges Mädchen nicht viel mit anfangen. Die wird sich dann in 10 Jahren darüber freuen, dass sie ein Jobangebot bekommt und in 10 Tagen darüber ärgern, dass sie abgelehnt wird, weil ihr MySpace-Profil von vor 10 Jahren bei Google im Index steht und da steht halt irgendwelcher Scheiß über den Lehrer drin. Das interessiert doch niemanden. Das sagst du. Ja? Das würde ich aber genau nicht so sehen, weil der Punkt ist ganz einfach. Wir haben es in vielen, vielen Sachen gesehen in den letzten Jahren. Was früher uninteressant war, ist heute verdammt interessant. Diese ganzen Social Networks, die haben wir vor 10 Jahren nicht gehabt. Da hat sich auch keiner drum gekümmert, weil da hat man die Leute noch persönlich gekannt. Visitenkartenpartys und so weiter. Sowas gibt es heute fast gar nicht mehr. Ja, aber im Telefonbuch kann ich sagen, ob ich drinstehen will oder nicht. Ja, ja aber... Doch, ich... So, aber damit das... Wir haben 2006 Web 2.0 und dieser ganze User-Driven Content, das ist jetzt gekommen. Ja, du kannst nicht sagen, das interessiert niemanden. Ich sag dir, nächstes Halbjahr interessiert es jemanden. Ja, die Echten sind aber, die ändern sich auch. Ich meine, sie kriegen mehr Informationen. Das ist ja schön, wenn du eine Maschine vorfiltern lassen kannst. Darf ich noch gerade fertig machen? Also ich meine, nur noch um ganz kurz fertig zu machen, wir hatten das Thema ICQ. Viele nutzen ICQ und finden es toll. Wenn man da sein Real Name nicht einträgt, dann bringt das im Endeffekt genau gar nichts, weil wer spätestens mal bei FH in einem Vortrag über Jabber war, der sollte sich vielleicht mal die Policy durchlesen, dass da drin steht, dass man sämtlichen Content, den man da postet, copyright-technisch direkt an AOL übergibt. Und was die dann damit machen, sei mal dahingestellt. Also ich brauche mir nicht Gedanken darüber machen, ob mein Realname irgendwo bei Yahoo oder wo auch immer drin steht, wenn ich sowieso meine Kommunikation primär über ein Protokoll abwickel, wo ich sämtliche Rechte an irgendeinen Betreiber abgeht, der irgendwelche kommerzielle Ideen damit hat. Also da brauche ich mir nicht Gedanken machen, ob ich irgendwo noch mein Realname hinterlasse, wenn ich meine Privatleben sowieso schon quasi verkauft habe für nichts. Also ich wollte noch mal was zu den Blogs sagen. Ich denke, der Drang dazu, dass man das benutzt, dass man sich selbst darstellt und so weiter, ist, denke ich mal, schon bei allen da. Nur viele sehen halt davon ab, weil sie meinen, ja, das machen nur Idioten und hier, da kriegt man ja ganz viel Google-Ergebnisse, die auf mich hinweisen. Und ich denke, man lässt da dann einfach außer Acht, ja, heutzutage im Web 2.0 sozusagen, da tendiert man ja immer weiter dazu, seinen realen Namen mit seinem Nicknamen zu verbinden, und zwar fest zu verbinden und nicht mehr wie früher so, ja, welchen Nick nehme ich denn mal heute, ja, hier das und so, sondern ich weiß nicht, wie das kommt, aber offensichtlich ist es so, dass man heutzutage im Netz immer nur noch eine Identität hat. Und ich meine, das ist gar nicht notwendig, man kann ja praktisch... weiterhin einen Blog führen unter irgendeinem Nicknamen und noch einen anderen Blog unter einem anderen Nicknamen und in einem Forum unter einem anderen Nicknamen. Man könnte es sogar so weit treiben, weil halt Nickname und reeller Name heutzutage recht fest verbunden werden, weswegen auch immer und auch wegen Google, dass man sich überlegt, ja, in dem Freundeskreis heiße ich halt Ken Follett und in dem Freundeskreis heiße ich Tobias Müller oder was weiß ich. Also, dass man sich vielleicht auch Gedanken macht, dass man im reellen Leben sich Spitznamen ausdenkt.
Ich glaube, dass wir ein paar Sachen auch noch bedenken also müssen. Nämlich, achso, Entschuldigung, warst du noch nicht fertig? Ja, das ist so das, was mir in den Sinn kam. Es wird ja auch immer, immer normaler, im wirklichen Leben seinen Spitznamen zu benutzen. Also, ich denke mal so von dem Laissez-faire, was ich zum Teil aus Kommentaren raushöre, muss man sich überlegen, es gibt verschiedene Ebenen. Es gibt die Ebene des erzürnten Ehemanns, der seiner Frau hinterher spioniert und sich dann einzeln mit einzelnen Einträgen beschäftigt. Es gibt aber etwas, und das ist dieser Satz, der mich vorhin hellhörig werden ließ, alle wissen halt alles von allen und dann ist ja alles toll. Das stimmt eben genau nicht. Weil dann haben wir nämlich genau wieder den Punkt, dass die Leute mit viel Macht, sprich viel Geld, sich über mit den Daten zurechtkommen, aber der einzelne Kleine eben wiederum nicht. Das heißt, wir haben Systeme dahinter stehen, die systematisch Daten auswerten, für die aber auch gar nicht im Einzelnen bewerten müssen, sondern daraus Statistiken erstellen, für diejenigen, die nie eine gute Statistikvorlesung besucht haben, einmal nochmal zur Erinnerung, Statistik ist immer zynisch, weil sie nie Menschen beachtet, sondern einfach nur Statistik bildet und irgendwelchen Leuten Geld ersparen möchte. Und das ist eine Gefahr, die man bei solchen Diskussionen, wie wir sie hier haben, auch mal unterteilen muss. Die Einzelne, also der Headhunter, der gute Headhunter, der eben das macht, was ihr vorgeführt habt, ihr beiden da vorne, ja, oder eben ob Statistiken einfach erhoben werden. Und wenn man einmal auch vielleicht weiß, dass die Abi-Abschlussjahrgänge von Schulen in Firmen auftauchen, also zumindest in den Firmen der näheren Umgebung liegen die Abi-Bücher dort, wo man der Personalchef mal eben nachgucken kann, wie denn so das Profil, was die Mitschüler über jemanden geschrieben haben, denn auch aussieht. Und wer halt besonders viel Alkohol trinkt, wird dann halt doch nicht genommen. Ne? Dass auch diese Teile systematisch ausgewertet werden, in die große Datenmaschine eingespeist werden und so viele verschiedene Unternehmen, die Adressen und Daten zu Menschen verarbeiten, gibt es eben nicht, die einfach das dann zukaufen. Und dann weiß man auch, dass das Problem sehr viel größer ist als eben nur, ja, dann wissen halt alle alles über alle. Sondern die Macht hat dann mehr Macht und wir letztendlich dann wieder weniger. Ja, man braucht sich nur anschauen, wer jetzt so in diesem ganzen Web-Ding der Vorreiter ist. Es ist Google und Yahoo. Die streiten sich um die Daten. Was besitzt Google, was besitzt Yahoo? Schaut euch das mal an. Wir müssen langsam zum Ende kommen. Vielleicht noch zwei Meldungen oder so dagegen. Okay, mir geht es darum, dass man sich überhaupt erstmal bewusst macht, das Verhältnis zu dem Hier und Jetzt, also ob man jetzt Kulturmanagerin ist und unbedingt in dieser Denkweise agiert, starr werden zu wollen. Oder hier wurde vorhin gesprochen von, wir haben diese Gesetze oder wir haben die Verfassungsschutz und ich habe den nicht. Also das sind nicht die Seite, auf der ich mich stelle. Es kommt darauf an, was für ein Verhältnis man hat zu dem hier, was hier, wie man dieses Wir konstruiert. Und dieses ganze Ideologische hier von wegen Freiheit, was hier rumschwimmt, hier ist es ja so frei und du armes Mädchen, du kommst halt aus einer unfreien Gesellschaft. Ich habe Mitleid mit dir, dass du halt irgendwie ein bisschen vorsichtiger mit deinen Arten umgehst, was hier so abging. Also hier ist so viel Naivität, die dann auch wo sich von abgegrenzt wird. Wir sind ja nicht so naiv. Gleichzeitig wird hier aber Propaganda gemacht für diese ja angeblich herrschende Freiheit. Also ich benutze seit Ewigkeiten meinen Klarnamen nicht. Nichtsdestotrotz, da ich halt viel recherchiere über rechte und anti-emanzipatorische Menschen und in linken Foren unterwegs bin, gibt es Leute, die meine Art zu posten erkennen und dann anfangen, Anti-Antifa zu machen bei Indymedia etc. Es gibt also sozusagen Blockwerte und so weiter innerhalb dieser sozialen Netzwerke, die dann deinen Nicht-Klarnamen verraten. Das ist noch ein Aspekt, der da eine Rolle spielt. Wobei, Headhunter, bla bla bla, es geht halt darum, grundsätzlich erstmal klarzukriegen, was habe ich für ein Verhältnis zu diesem System, zu dieser Gesellschaft und dann, wie Paluun gesagt hat, Aufklärung zu machen. Leute, die starr werden wollen, die sind Exhibitionisten, die machen den Quatsch mit, ist klar. Ja, eine Wortmeldung noch und dann müssen wir Schluss machen. Okay, das Letzte. Ja. Ich habe das Glück gehabt, dass ich durch diese Web 2.0-Geschichte von meinem Chef eingestellt wurde. Also ich denke, man kann heutzutage überhaupt nicht abschätzen, inwieweit sich das in der Zukunft irgendwann mal auswirkt. Egal, ob ich jetzt versuche, mit meinem Blog irgendwie hochzukommen oder ob ich versuche, so wenig
Daten wie möglich ins Internet zu stellen. Das ist überhaupt nicht absehbar, wie Google oder sonst wer, der da kommt, die verwenden wird in Zukunft. Und entweder habe ich Glück, so wie ich jetzt in diesem Fall, oder ich habe Pech, so wie andere Menschen, die dann eben nicht eingestellt werden. Also, naja, es geht schon für viele Leute sehr viel um Job. Und ich kann es einfach nicht abschätzen, denke ich. Also es gibt keine perfekte Strategie, damit umzugehen. Ja, aber du hast wahrscheinlich auch nicht... Und wir hier alle sind elitär und wir kriegen tolle Jobs, weil wir da drin stehen. Aber der ganze Rest nicht. Naja, ich glaube, du hattest doch einfach. Also, dem möchte ich gerne widersprechen, aber es ist. Ich glaube nicht, dass man dann abschätzen kann, dass man das irgendwie benutzen kann für sich selber. Also dass es sehr schwierig ist. Ich glaube, um es auf den Punkt zu bringen, man kann halt versuchen zu vermeiden, die Saufotos von sich selber irgendwie ins Internet zu stellen, ja, oder irgendwie sonst was Ähnliches. Ja. Und ich glaube, das ist es auch. Also bewusster Umgang sollte es tun. Ja. Genau. Ja. Vielen Dank. Danke.